Moin moin Leute, ich bin Lycopus Brain oder Infodigatic und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Super Mario RPG, das Remake. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben in Ehelingen, wo wir Borsto hinterhergelaufen sind, der Prinzessin Peach gemopst hat und sie heiraten will. Sehr wild, was im letzten Part alles passiert ist, aber bevor wir zu Borsto gehen und ihm erstmal sagen, Kollege, Mario und Peach, die sind schon sehr lange ein Paar, auch wenn Bowser da manchmal zwischenfunkt, wollen wir uns erstmal ein bisschen umgucken in Ehelingen. Was haben wir denn hier alles Schönes? Schatzi, können wir nicht die Suite buchen? Bitte, bitte. Und, kann er sich das leisten? Dieses Haus ist bekannt für erlesensten Service, besonders in der Luxus-Suite ganz oben. Bloß etwas kostspielig ist es hier. Ist es nicht himmlisch hier? Selbst für reich und schön ist dieser Ort wirklich etwas ganz Besonderes. Was ist denn, wenn wir mal nach oben gehen? Das ist die Normalo-Suite, nehme ich an. Und hier gibt es auch einen Geheimschatz. Okay. Oh, der bin so erschöpft. Will das Casino hier in der Nähe finden. All das Suchen war so mühselig. Ist das Casino vielleicht nur ein Märchen? Das Casino? Aha. Ein Casino also. Da wollen wir doch mal unsere ganzen Penunzen ausgeben. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Abgeschlossen, natürlich. Wir müssen irgendwie in diese Luxus-Suite kommen. Schönen guten Tag, was darf es denn sein, der hier? Ich will was kaufen. Was könnte man denn kaufen? Medium-Pilz? Der Wump-Handschuh? Den kaufen wir und rüsten wir direkt aus. Die Handknarre? Und der Heuchelhund ist aber ein bisschen schlechter. Die brauchen wir nicht unbedingt. Aber Bowser kriegt seinen Happy-Panzer. Über uns, über und über erfüllt von der Macht der Liebe. Der Anmutsring. Ich dachte gerade wirklich, da steht Armutsring. Ich dachte, die wollen irgendwie damit einen Scherz machen, weil hier auch die Suite so teuer ist. Was ist denn, wenn man hier übernachten möchte? Aha, aha, unser Hotel Ehelingen bietet Gästen zurzeit eine formidable Sonderaktion. Wer in unserer famosen Luxus-Suite nächtig, erhält ein ganz besonderes und exklusives Geschenk. Welches Zimmer darf es sein? Die Suite. Welch vorzügliche Wahl, lassen Sie mich sofort alles Nötige arrangieren. Hier, Ihr besonderes Gastgeschenk, ganz wie versprochen, viel Vergnügen. Der Page geleitet Sie auf Ihr Zimmer, wir wünschen fürstliche Erholung. Okay. Fancy. Und das ist der Page, der hier gerade auch am Rand stand, oder? Wow. Ihre Suite, der Herr, bitte fühlen Sie sich wie zu Hause. Zur Toilette empfehlen wir diesen Morgenmantel aus Verlouf-Rotté, der zum Zimmer gehört. Und dank unserer hochmodernen Lichtanlage ist die Beleuchtung zur Bettzeit besonders leicht zu löschen. Mit der Rufglocke auf dem Tisch dort drüben bestellen Sie blitzschnell den Zimmerservice herbei. Falls das alles war, der Herr... Ist das irre? Ein Bademantel, doch er scheint leider in Todgröße auszufallen. Na toll. Na tot. Können wir einmal ins Bad? Oh, was sind wir denn rot geworden? War das Wasser ein bisschen warm? Der Page scheint auf ein Trinkgeld zu warten. Geben wir dem Trinkgeld. Vielen Dank, der Herr. Ich hoffe, es gefällt Ihnen bei uns. Stets zu Diensten. Was darf ich für Sie tun? Ich hab Durst. Hier unsere Getränkekarte. Ein Sumpfsmoothie. Wir können jetzt nicht so viel Kohle ausgeben. Bitte klingeln Sie, wenn Sie etwas möchten. Können wir uns jetzt noch nie mal schlafen legen? Jetzt buchen wir uns schon diese teure Suite und wir können noch nicht mal schlafen. Na toll. Nun gut. Ein kleiner Abstecher in die Welt der Reichen. Nun gut, nun gut. Herr Gast! Verlassen Sie uns? Und ob? Beehren Sie uns jederzeit wieder, der Herr. Ja, das dachte ich mir, dass man hier jetzt quasi auf Händen getragen wird. Willkommen in Ehelingen. Gut, da haben wir schon drüber gesprochen. Oben ist die Traustätte, wo wir natürlich als nächstes hinwollen. Ich bin der beste Fotograf weit und breit. Lust auf ein Hochzeitsbild? Ich habe ein paar Typen gesehen, die hatten Kochmützen auf. Sind durch die Hintertür in die Trauerhalle rein. Komische Sache. Kochmützen?
Wir wollten gerade mit der Zeremonie beginnen, als ein paar Kerle in dunklen Kutten reinkamen und uns einfach vor die Tür setzten. Hilfe! Hier drin heiratet nur einer, und zwar Borsto. Den Trausaal haben wir auch verrammelt, also versucht gar nicht, euch einzuschleichen. Wow. Dabei sollten wir doch heute heiraten, noch alles ist ins Wasser gefallen. Nach unserer Traumhochzeit wollten wir doch die erlesene Suite im Hotel genießen. Tja, hättet ihr die mal genossen, weil die war wirklich toll. Kann ich euch sagen. Ich fand sie nämlich großartig. Okay. Ich wollte nochmal auf die Overworld, weil ich finde die einfach so toll. Also. Irgendwo hier sollen wohl Leute reingelaufen sein. Mit Kochmützen. Oder können wir einfach von vorne rein? Heiratet woanders, klar. Und versucht gar nicht erst durch die Hintertür reinzukommen. Die ist nämlich abgeschlossen. Hoffe ich mal. Die Frage ist, wo ist denn diese Hintertür? Ich würde ja schätzen, dass sie irgendwo hier wäre. Da anscheinend nicht. Ich bin der beste Fotograf. Lust auf eine... Ich habe ein paar... Die hatten Kochmützen auf. Sind durch die Hintertür in die Trauhalle. Borstos Turm, Borstos Hügel. Ehrling. Ja, wir müssen irgendwie an diese Hintertür geraten. Ich weiß nur nicht ganz, wie wir das machen. Röchel! Er scheint dringend wohin zu müssen. Sehr dringend. Oh nein! Hier kam eben einer durch, der sah aus wie ein laufender Bart mit Hörnern drauf. Er und Prinzessin Peach, die beiden. Ich will es ja nicht mal denken, aber wollen die beiden am Ende wirklich heiraten? Ich hoffe nicht. Also, die... Aha! Da ist schon der Hintereingang. So, einfach in den Turm. Moin. Eine Riesenhochzeit braucht eine Riesentorte und die wird hier gebacken. Ein Meisterwerk wird das. Der Bräutigam will eine Torte, die keiner sein Leben lang vergisst. Unsere leichteste Übung. Kerl, was tust du da? Du selten Verfreveltes. Stiefel gefälligst woanders rein. Wir standen einfach auf der Torte. Halt, wer da? Du siehst zwar aus wie dieser Mario, aber das Tor ist bombenfest verschlossen. Kannst es also nicht sein. Verzieh dich lieber von hier und deine Riesenschildkröte nimm schön mit, kapiert? Husch, mach den Mario und hüpf raus hier. Was? Willst Ärger machen wie? Da sag ich lieber rasch mal Borsto Bescheid. Oh, viel geht nicht auf. Hey, hilf mir mal, die Tür aufzubrechen. Ich hüpfe, dann rennen wir gemeinsam los. Wehe, dein Timing stimmt nicht. Bereit? Hey! Dann hat's doch funktioniert am Ende. Ein Glück. Boah! Und hier dürfen wir auch noch einmal speichern, bevor es dann wahrscheinlich zum Kampf gegen Borsto geht. Meister Borsto, Mario ist hier! Ihr Nulpen! Könnt ihr nicht mal einen Raum normal betreten, anstatt hier wie bekloppt reinzustürmen? Schließt die Tür, schließt sie! Beeilung, schnell! Mario? Bist du's, Mario? Ich bin hier drin! Beeil dich, hol mich hier raus! Einmal wollen wir noch abspeichern. Und dann geht es rein. Zum wahrscheinlich schon vierten Stern, glaube ich sogar. Der Schnauzbart schafft's hier sicher nicht rein, nur der Schildkröterich, der könnte uns Ärger machen. Der Schildkröterich. Wo sie recht haben sie recht, die Kanaillen. Ich hab Pfeffer in den Armen und Paprika in den Fäusten. Das Türchen knack ich mit Leichtigkeit. Oder auch nicht. Bumm. Autsch, so passt doch auf. Oh je. Die hat all ihren Schmuck verloren. Jetzt ist mir alles runtergefallen. Meine Schuhe, mein Ring, meine Brosche und sogar meine Krone. Meister Borsto. Boss, ich... Nicht stören, ich heirate. Also dann, meine verehrte Braut wird langsam ungeduldig. Fangen wir mit der Hochzeit an. Was ist denn das? Sehe ich da Wasser in deinen Augen? Du bist doch nicht undicht, mein Schatz. Undicht? Das schmeckt ja ganz salzig. Meister Borsto, ich fürchte, eure Braut nun ja weint. Sie weint? Aber das machen Leute üblicherweise doch nur, wenn sie traurig sind. Bah, ist ja eklig. So salzig wie das ist, ätzt das Zeug bestimmt alles weg, aber warum weint die Gute bloß?
Ich nehme an, dass sie der Verlust ihrer Hochzeitsaccessoires traurig stimmt. Aber natürlich! Los, mach, dass sie aufhört, ehe ihre Tränen noch die Torte ruinieren und Mario hier auftaucht und so. Aber Mario ist doch schon längst... Meister Borsto, wir müssen die verlorenen Sachen der Braut finden, sonst ist es Essig mit der Trauung. Und die Hochzeitstorte ist auch noch nicht da. Verstanden, mein verhüllter Freund. Ihr sucht nach ihrem Zeug, ich mach derweil mit der Zeremonie weiter. Meister Borsto, ihr sollt auf der rechten Seite stehen, die Braut steht immer links. Pff, mir auch klar. Wollt nur sehen, ob ihr auch aufpasst. So besser? So besser. Meister Borsto, ich hab den Ring! Und hier ist die Brosche. Meister Borsto, die Schuhe, ich hab sie gefunden. Hey, Moment mal, fehlt da nicht noch was? Stimmt, und zwar die Krone. Oh je, man zündet schon die Kerzen an, nicht mehr lange bis zur Trauung. Die Zeit drängt, knöpf den Sniffsters die Accessoires ab und rette Prinzessin Peach aus der Klemme. Wenn du dich beeilst und es schnell schaffst, passiert vielleicht etwas Gutes. Hier, nimm ihr und bring sie zur Krone. Jawohl. Die Brosche. Ring. Was gefunden? Du hast ja nur drei Teile, eins fehlt dir noch. Ich würde mal sagen, wir waren schnell. Hoho, da ist ja die Krone. Ja, warte mal, du bist ja Mario. Bist wohl extra hierher gekommen, meine schöne Hochzeit platzen zu lassen, was? Mario! Endlich bist du hier. Oh nein, was macht denn Bowser hier? Komplizierte Story, Werteste. Ach, nicht so schlimm. Solange du in meiner Nähe bist, fühle ich mich sicher, Mario. Und jetzt ein Küsschen für meinen Retter. Nein! Oh, ist ja wieder typisch. Er kriegt einen Kuss, ja, für das bisschen Retten. Mir habt ihr es zu verdanken, dass wir überhaupt reingekommen sind. Recht hatte. Und mir erst recht. Ohne mich wärt ihr auch nicht alle hier. Los, gib Borstelein einen Kuss. Nun seid doch bitte still. Ich weiß ja gar nicht, wo mir der Kopf steht. Mario, dein Küsschen. Nein! An diesen Moment werde ich mich mein Leben lang erinnern. Du bist das? Das sah niedlich aus. Lass uns los, Mario. Reisen wir zurück zum Pilzpalast. Der Kronminister wartet schon auf uns. Wir wurden gerade von Borsto geküsst. Oh je, Mini, irgendwas sagt mir, dass meine Hochzeit wohl voll in die Hose geht. Verzeihen Sie die Verspätung, der Herr. Oh, der Kuchen. Aber dafür ist uns die wohl tollste Torte überhaupt gelungen. Unvergesslich, ganz wie sie bestellt hatten. Aber wo steckt denn das Brautpaar? Wo ist die Festgemeinde? Oh oh. Hallo, keine Braut weit und breit. Da ist sie ja, will sie etwa fort? Aber wer wird sich dann an unserer deliziösen Tortenkreation gütlich tun? Das könnt ihr einfach nicht machen, wir haben die ganze Nacht daran geschuftet. Ihr Hohlpralinen! Oh Gott. Der schlimmste Boss aller Zeiten. Der Kuchen. Halt, stopp! Okay, wir können... Erstmal... Die nehmen gar keinen Schaden. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Torte. Super Feuerball. Drücke wiederholt A. Wirkungslos! Na toll. Oh weia. So, was ich jetzt gerade auch das erste Mal gesehen habe, man kann sogar mitten im Kampf einen Wechsel durchführen. Das ist natürlich ziemlich spannend, weil ich frage mich, wenn jetzt einer von denen sehr viel Schaden nimmt, können wir den dann eventuell einfach austauschen? Das ist natürlich ganz krass. Und man sieht natürlich, dass man auch andere Techniken dadurch bekommen kann. Zum Beispiel die Trio-Technik, die wir oben haben, haben wir den Sternschnuppenschuss, da halten wir die Clown-Kutschen-Knaller. Angriff mit Feuer, Eis und Elektro, gekrönt von einem brillanten Bowser-Finale. Absolut irre. Aber wir gehen erstmal weiter auf die Torte. Würde ich sagen. Weil die wollen ja wohl nicht, dass die Torte kaputt geht. Sofort aufhören! Nö.
Daneben, sehr gut. Die Torte dreht sich auch gerade immer so ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob das ganz so gut ist. Uh-oh. Schummel, schummel, schummel. Autsch, aua, was ist... Du Kreton. Kretin? Die Torte bewegt sich. Papalapap. Steht wie steife Sahne. Weiterkämpfen, los. Hätte aber schwören können. Mhm. Ich könnte auch schwören, dass sie sich bewegt, du. Uh-oh. Autsch, aua, was denn nun? Die Torte, sie bewegt sich doch. Du hast wohl zu viel am Puderzucker geschnuppert. Warum sollte ich denn lügen? Weil du Sahnetüpfchen auf den Augen hast, darum. Da, wo bewegt sich das Ding denn? Die bewegt sich ja, rette sich, wer kann. Ach, jetzt habe ich plötzlich recht, wie? So, und jetzt beginnt der wahre Kampf gegen die Torte. Oben fangen die Kerzen an zu leuchten. Greife mit A an, um die Kerzen zu löschen. Dann machen wir das nochmal. Ahui! Okay, die macht sehr gut Schaden. Okay, drei können wir jetzt schon mal ausmachen. Schneesturm! Geno kriegt irgendwie echt am meisten Schaden. So, und wenn jetzt alle einmal angreifen, dann sind alle Kerzen gelöscht. Boots! Ciao, Geno! Wir könnten ihn jetzt einfach auswechseln. Machen wir das mal, weil dann können wir direkt weiter angreifen. Okay, die Kerzen sind aus. Und jetzt haben wir noch den Himberich. Wir haben auch eine Trio-Technik. Angriff mit Feuer, Eis und Elektro. Ich würde sagen, machen wir das mal. Halleluja, sieht das cool aus. Ist das irre? Oh, sie sind ängstlich. Na, wie viel hat der Himberich noch drauf? Pardon, aber kurze Pause. Das ist Meister Borstos Hochzeitstorte. Er wird garantiert ausrasten, wenn einer davon nascht. Uh-oh. Hey, Nummer 1, wo ist denn nun meine Torte? Meister, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr auf etwas Tortenähnlichem steht. Hm? Ach, das soll eine Torte sein. Na dann, bleibt nur eine Sache zu klären. Wie verspachtelt man so ein Ding? Ich bin dafür, dass wir es kochen. Kochen? Nummer 2, was hältst du davon? Das gibt doch eine Riesenschweinerei. Wieso schluckt ihr die Torte nicht einfach runter? Wie? In einem Stück? Leichter gesagt als getan. Kommt schon, Meister. Das schafft ihr. Mund auf, Augen zu. Ja, keinen Erwartungsdruck. Oh wei. Diese Rampenfieber, Hals- und Bartbruch. Und hepp. Halt, stopp. Hat sich die Torte gerade bewegt? Konzentration, Meister. Mir ist nicht wohl bei der Sache. Köstlich. Was ist das? Spür ich da gerade eine Gefühlsregung? Ja, diese Gaumenfreude, mir kommen die Tränen. Glückwunsch, Meister. Die Hochzeit ist nun offiziell vorbei. Ich danke euch allen. Dann war's das wohl. Verschwinden wir hier. Und so soll das jetzt enden? Okay. Gut. Das war wirklich tapfer von dir, Mario, mein unbeugsamer Held. Also gut, brechen wir auf, ja? Aber ist es zu fassen? Beinahe hätte ich dieses borstige Scheusal heiraten müssen. Doch eines Tages, irgendwann, finde ich sicher den richtigen. Peach, die Prinzessin des Pilzkönigreichs, hat sich der Gruppe angeschlossen. Geleite sie sicher nach Hause.
Also leider kein weiterer Stern, aber eine Hochzeit, die wir verhindern konnten. That's something. Ich frage mich aber gerade, ob man das irgendwie hätte anders spielen können, dass man die Torte wirklich besiegen musste, weil irgendwie meine ich mich zu erinnern, dass man das eigentlich tun musste. Aber vielleicht bin ich da auch falsch informiert. Aber damit ist die Gruppe nun vollzählig. Alle sind mit am Start. Mario! Der fiese Typ ist abgehauen. Heißt das etwa, wir können jetzt endlich mit unserer Hochzeit anfangen? Ach, Rapsi, ich bin ja so glücklich. Lass uns schnell heiraten, damit wir unsere aufs Zimmer zurückziehen und unsere Flitterwochen planen können. Oh ja. Dann wollen wir mal, okay, Mario? Alle mal hergehört. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Zurück in den Trauensaal, wenn ich bitten darf. Der Kleine muss immer noch auf Klo. Oh Gott. Der Arme. Kann man jetzt eigentlich der Hochzeit beiwohnen? Dieser Raps ist ein Glückspilz. Eine so wunderschöne Braut muss man erstmal finden. Kann's nicht mehr halten. Ach, wie schön die Braut doch ist. Rosi sieht ja so herrlich aus. Wie schön. Psst, Ruhe. Einfach herrlich, dieses Stück. Das sind Münder da oben, oh Gott. Unverwechselbar aus seiner Feder. Tozart, Meister der feierlichen Melodie. Haben wir sie gerade... Ich will. Ja, ich will. Och, wie süß. Wir haben die gerade einfach vermailt. Ist das toll. Also, Borsto ist Geschichte. Wir sind weiterhin in Ehelingen. Und ich denke, als nächstes geht's dann weiter ins nächste Gebiet. Oder können wir irgendwo Borsto nochmal finden? Wir sind die Nächsten. Ach, wieso beeilen sich die Leute vor uns denn nicht? Wir warten hier schon seit genau 30 Minuten. Ich frage mich, ob es wirklich genau 30 Minuten sind. Sind hier viele Leute? Ich bin der beste Fotograf. Näher zusammen, weiter auseinander. Hey, du da hinten. Wo ist das Lächeln, Kumpane? Gute Laune zu Hause gelassen? Schon besser. Dann bitte recht freundlich. Ich will Skifahren. Wann können wir Skifahren? Skifahren. Okay. Wenn wir jetzt hier uns wieder in die Overworld begeben, dann sind wir tatsächlich direkt zum Pilzpalast gegangen. Denn wir sollen ja Prinzessin Peach auch zurück zum Pilzpalast bringen. Das ist ja vollkommen richtig. Aber bevor wir das tun und sie dann wieder heile nach Hause kommt, werden wir erstmal abspeichern. Und das machen wir im nächsten Part. Also wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü.